Guten Morgen. Morgen. Wieder mal on Tour mit Dr. Peter Kneißl. Wo gehen wir hin? Wir sind eigentlich schon da an den Überresten der Komturei am Untersberg, also die Templer-Komturei, wo man ja heute eben nur sagt, woher finden wir überhaupt was, dass das eine Komturei war. Andererseits aufgrund der lokalen Überlieferungen, was soll es sonst gewesen sein, geht ja die Sage, eben der Hubertus Koch, der Tempelritter, der das Ganze da in alle Welt getragen hat. Das ist auch der Ort, wo da hinten eben Wolfgang Stadler alias den Wolf einen Ring aus dem 15. Jahrhundert und einen Rosenkranz entdeckt hat. Ja, jetzt ist es ja so, oben das Bienenhaus. Und darüber eben dann in meinen Büchern die erwähnten Baumfiguren, die findet man da drinnen. Und wo der Untersberg so viele Mysterien birgt und hat, sind natürlich auch die Templer nicht weit, weil ja überall wo was ist, was man nicht erklären kann und ähnliches, werden eben solche Geheimgesellschaften bevorzugt hervorgeholt und eben auch in Romanform von allen möglichen Damen und Herren verarbeitet, ohne zu wissen, was man eigentlich damit hat, beziehungsweise wird vieles mehrfach vermischt und umgedeutet. Und das ist ja ein Kraftplatz auch. Das ist ein Kraftplatz, ja, das ist ein ganz massiver Kraftplatz, obwohl ja vor diesen Komptereigebäuden, wir wissen ja nicht, wie sie ausgeschaut haben, weil eben seit dem 17. Jahrhundert sind es nur mehr Ruinen, also das sind die allerletzten Mauerreste und jetzt Ende April noch sehr gut zu erkennen. Im Juli ist es alles mannshoch überwuchert mit Gräsern und Brombeeren und Ähnlichem. Mhm. Und da unten, wenn man da hinten drüben wieder hinaufsteigt, geht man linker Hand vorbei, was ich auch in meinem Broschüre drinnen habe, an einem sogenannten Kalenderstein, eine Scherbe vor einem großen Kalender, wo man eben in Querrillen, also umfassend, die 12 Monate eingetragen hat und man wundert sich, warum da so viele Einprägungen drinnen sind, sondern man hat, um die Leute zu verwirren, nämlich jede einzelne Minute da eines Monats hineingetan, also 12 solche großen Dinge, kann man sich vorstellen, was das dann wirklich für einen Durchmesser gehabt hat. Und da geht es jetzt hinauf zu diesen Baumfiguren, wo vieles davon eben schon abgeholzt wurde. Da hat sich eben zum Beispiel der Schädel von Wotans Totenross manifestiert oder eben auch aus dem irischen Volksglauben diese Wäscherin der Totenhemden, die sogenannte Banshee oder Bansi, wie man sie auch nennt, also eine Frauengestalt, die da eben meistens weiß gekleidet und in der Mode längst vergangener Zeiten dort an Flussbiegungen eben die Totenhemden derjenigen wäscht, die im kommenden Jahr sterben. Ah, das ist in deinem Buch ja drin. Das ist in meinem Buch in drin. In welchem Buch? Sowohl Band 1 als auch Band 2. Ja, okay. Genau. Na gut, dann schauen wir mal rauf. Und hier ein Relikt der wilden Jagd, eben manifestiert in einem Rotbuchenstamm der Kopf von Wotans Totenross, dem eben die beiden Augen, die Nüstern und zum Beispiel gibt es andere Orte wie das Lorgenloch in Tirol, wo eben dieses Totenross drinnen haust, zusammengesetzt aus aus den Körpern von zwei abgemagerten Mähren, wenn diese Totenrösser eben nicht so wohlgesonnen sind wie dieses hier, energetisch, dann sind sie eigentlich gefürchtete Krankheitsbringer gewesen in den Vorstellungen des Volksglaubens. Gibt es zu dem Pilzbaum da auch noch irgendwas? Nein, gar nichts. Gar nichts. Ist nur schön einfach. Aus solchen Dingen hat man zum Beispiel, wenn man die richtig ausgekocht hat und die Haut abgezogen hat, hat man aus diesem Fruchtfleisch zum Beispiel in der Südsteiermark daraus Kappen und Hüte gemacht. Also das kann man sich vorstellen wie Buttermodeln mit der jeweiligen Kopfform. Fruchtfleisch ist ja weich, vor allem wenn man es kocht. Dann füllt man das so ein wie in einen Teig in der Kuchenform, macht die Modeln eben zu und lässt es 4-5 Tage stehen, bis eben die Flüssigkeit entwichen ist und fertig war ein Hut. Also das hat man daraus gemacht. So, jetzt sind wir nochmal in dieser Komturei. Was gibt es da noch zum Erzählen über Templer oder wie sind die da hergekommen? Ja, also hergekommen sind sie eben dadurch, dass sie eben aus dieser Orden,
die sie waren, dass sie da gerade irgendwie in die absolute Einschicht gekommen sind. Sonst waren die Komtureien ja doch eher näher an größeren Siedlungen. Aber wahrscheinlich hat da der Mythos Untersberg eben mitgespielt. Wenn man sich das Gelände da so anschaut, übertrieben groß können die Gebäude auch nicht gewesen sein, wann überhaupt andere Gebäude jemals existiert haben. Wie gesagt, es ist halt viel Mythos dabei und eben der Untersberg selber kommt ja erstmals schon im Jahr 862 vor, eben als mystischer Berg, als außergewöhnlicher Berg. Und wie der Stiftschronist von St. Peter, der Gärtner, eben 1781 schreibt, der hat sich damals halt die Mühe gemacht, alles, was noch vom Hörensagen irgendwie im Umlauf war, aus Salzburg und Umgebung zusammenzutragen. Und da sind ja diese ganzen Untersbergsagen von den Zwergen, vom Kaiser Karl dem Großen und alles, was rund zum Untersberg dazugehört. Und auch zum ersten Mal 1781 werden dann dezidiert diese Zeitanomalien erwähnt. Das waren also das die allerersten? Fängt an, die allerersten, ja, also schriftlichen Aufzeichnungen, die es gibt. Erzählt hat man sie natürlich schon seit Jahrhunderten davon, dass da manchen Leuten oder einigen Leuten, denen das passiert ist, auch mehrere Jahre fehlen konnten, wenn sie da irgendwo am Untersberg in ein Portal geraten sind, wo eben so eine Zeitanomalie ihren Anlauf genommen hat. Und das Letzte, was es eben wirklich so gibt, was eben kein Zufall sein kann, war, dass eben eine 24-köpfige Schulklasse mit 3 Begleitlehrern 2 Tage verschwunden war, oben an dem Gipfelpunkt der Untersbergseilbahn. Und es ist weder Tag geworden, es ist nicht Nacht geworden. Also die waren da immer auf einer Ebene, auf einem ebenen Waldgelände unterwegs und eigentlich recht weit davon entfernt, also da bei Haldurn drüben, also auf der bayerischen Seite, den Beschreibungen der Kinder nach dürfte das dort gewesen sein, was sie gesehen haben. Und sie haben auch diese 2,5 Tage nie Bedürfnis nach Essen oder Trinken. Nur wie gesagt, eben die am Untersberg war dann schon eine groß angelegte Suchaktion unterwegs, natürlich, logisch. Also eine Hundertschaft hat nach denen gesucht und die sind eben dann ganz normal, wie diese Anomalie zu Ende war, haben sie wieder ganz normal zu dieser Bergstation hingefunden und als ob nichts wäre, sind die talwärts gefahren dann. Und was vermutet man, was die Templer da mit dem Untersberg gemeinsam? Naja, sicher auch eben als Stätte für Rituale, also weil es eben ein besonderer Ort ist, dass man sich dessen Energien eben auch zunutze macht und mit denen arbeitet. Inwiefern? Naja, alles, was in Richtung Natur geht, Naturkräfte zu erwecken, zu nutzen, zu benutzen und für die eigenen Ziele eben zu verwenden. Also zum Wohle des Ordens bzw. an diesem eigenen Standort eben da wohltätig zu wirken. Na super, na vielen Dank. Ja bitte, ich danke. Für das kurze Interview. Ich danke. Viel Spaß beim Schauen.